Bonhoeffers Theorie der Dummheit. Es war das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Im Gefängnis begann Bonhoeffer darüber nachzudenken, wie sich sein Land der Dichter und Denker in ein Kollektiv von Feiglingen, Gaunern und Verbrechern verwandelt hatte. Schwester, als ich zu Hause im Lockdown saß, habe ich mich ähnlich gefühlt, auch wenn man die Zeiten nicht so richtig miteinander vergleichen kann. Er kam letztendlich zu dem Schluss, dass die Wurzel des Problems nicht Bosheit, sondern Dummheit war. Bonhoeffer wurde wegen seiner Beteiligung an einem Komplott gegen Adolf Hitler im Morgengrauen des 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Scheiße, Mann. Rest in peace, Bonhoeffer. Der letzte Test für eine moralische Gesellschaft ist die Art der Welt, die sie ihren Kindern hinterlässt, sagte Bonhoeffer einmal. Das war ein schlauer Mann, Digga. War ein guter Mann, glaube ich. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von mir und von dem ganzen Love-Stream natürlich oben in der Ecke, seht ihr es schon. Ich küsse euren Nacken, eure Zirbeldrüsen und eure Thymusdrüsen. Ja, nicht vergessen, die Thymusdrüse zu aktivieren, klopfen und summen. Haben wir gerade im Stream schon gemacht. Und zwar gehen wir in ein weiteres Video rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Und zwar heißt das Video Bonhoeffers Theorie der Dummheit. Weiß nicht ganz genau, was uns hier erwartet. Scheint ein interessantes Video zu sein. Deswegen habe ich gedacht, komm, lass uns das mal reinziehen. Geht nur 6 Minuten 32. Ist, glaube ich, ein interessantes Thema. Deswegen ziehen wir uns das jetzt mal rein. Bonhoeffers Theorie der Dummheit. Ja? Ich bin gespannt. Rein in den Laden. Es war das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Eine Zeit, in der ein aufgestachelter Mob Steine ins Schaufenster unschuldiger Ladenbesitzer warf und Frauen und Kinder auf grausame Weise und auf offener Straße gedemütigt wurden. Crazy. Das ist gar nicht so lange her, ne, wenn du überlegst. In dieser Zeit begann der junge Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, sich öffentlich gegen die Grausamkeiten zu äußern. Stabiler Typ, der hat Eier gehabt, ne? Einer von uns. Dietrich, mein Jutz, der Liebe geht raus. Nachdem er jahrelang versucht hatte, die Menschen zum Umdenken zu bewegen, kam Bonhoeffer eines Abends nach Hause. Sein eigener Vater teilte ihm mit, dass zwei Männer in seinem Zimmer warteten, um ihn festzunehmen. Oh, shit. Im Gefängnis begann Bonhoeffer darüber nachzudenken, wie sich sein Land der Dichter und Denker in ein Kollektiv von Feiglingen, Gaunern und Verbrechern verwandelt hatte. Schwester, als ich zu Hause im Lockdown saß, habe ich mich ähnlich gefühlt, auch wenn man die Zeiten nicht so richtig miteinander vergleichen kann. Aber als ich da saß und rausgeguckt habe und auf Social Media und so überall hingeguckt habe, dachte ich mir auch so, ey, was ist aus diesem Land, in dem ich groß geworden bin, was ist aus diesem Land geworden, ja? Wie schlimm sind die Leute hier, Digga? So. Er kam letztendlich zu dem Schluss, dass die Wurzel des Problems nicht Bosheit, sondern Dummheit war. In seinen berühmten Briefen aus dem Gefängnis vertrat Bonhoeffer die Ansicht, dass die Dummheit ein gefährlicherer Feind des Guten sei als die Bosheit. Denn während man das Böse... Das ist eine krasse, das ist krass. Also die Dummheit ist gefährlicher als Bosheit. Des Tieren. Dummheit ist ja relativ, aber ich glaube, er meint dieses bewusst zu sein, Dinge zu sehen und wahrzunehmen und was hier gerade passiert und nicht alles mit sich machen zu lassen, so, weißt du? Es durch den Einsatz von Gewalt aufdecken und verhindern kann, sind wir gegen die Dummheit wehrlos. Weder Proteste noch Gewaltanwendung bewirken hier etwas. Nur Wissen und Bewusstsein. Argumente stoßen auf taube Ohren. Fakten, die dem Vorurteil eines dummen Menschen widersprechen, braucht man einfach nicht zu glauben. Und wenn sie unwiderlegbar sind, werden sie einfach als unwichtig, als nebensächlich beiseite geschoben. Bei all dem ist der dumme Mensch selbstzufrieden. Er ist leicht reizbar und wird gefährlich, wenn er auf Angriff geht. Aus diesem Grund ist im Umgang mit einem dummen Menschen größere Vorsicht geboten als mit einem Bösartigen. Wenn wir wissen wollen, wie wir die Dummheit überwinden können, müssen wir versuchen, ihr Wesen zu verstehen. So viel ist sicher. Dummheit ist im Grunde kein intellektueller, sondern ein moralischer Defekt. Es gibt Menschen, die intellektuell bemerkenswert beweglich und dennoch dumm sind. Und andere.
kein Herz haben, wa? Die intellektuell stumpf, aber alles andere als dumm sind. Er redet, glaube ich, von sozialer Intelligenz auch, ne? Man hat weniger den Eindruck, dass Dummheit ein angeborener Defekt ist, sondern dass die Menschen unter bestimmten Umständen dumm werden. Oder besser gesagt, dumm gemacht werden. Dass sie es zulassen, dass dies mit ihnen geschieht. Menschen, die in Einsamkeit leben, zeigen diesen Defekt seltener als Individuen in Gruppen. Es scheint also, dass Dummheit weniger ein psychologisches als ein soziologisches Problem ist. Es wäre geil gewesen, wenn er am Anfang nochmal Dummheit quasi definiert hätte, was er unter Dummheit versteht. Zeigt sich, dass jeder starke Machtzuwachs, sei er nun politischer oder religiöser Natur, einen großen Teil der Menschheit mit Dummheit infiziert. Es ist fast so, als sei dies ein soziologisch-psychologisches Gesetz, wonach die Macht des einen die Dummheit des anderen braucht. Der Prozess, der hier am Werk ist, besteht nicht darin, dass bestimmte menschliche Fähigkeiten wie der Intellekt plötzlich versagen. Vielmehr scheint es so zu sein, dass der Mensch unter dem überwältigenden Einfluss der steigenden Macht seiner inneren Unabhängigkeit beraubt wird und mehr oder weniger bewusst seine autonome Position aufgibt. Die Tatsache, dass der dumme Mensch oft stur ist, darf uns nicht von der Tatsache ablenken, dass er nicht selbstbestimmt ist. Wenn man sich mit ihm unterhält, hat man fast das Gefühl, dass man es gar nicht mit ihm als Person zu tun hat, sondern mit dem Narrativ, Digga. Ey, Bro, crazy Video, sehr interessant. Mit Parolen, Schlagworten und dergleichen, die von ihm Besitz ergriffen haben. Er ist verhext, verblendet, wird benutzt und in seinem Wesen missbraucht. Der so zum willenlosen Werkzeug gewordene Dumme ist auch zu allem Bösen fähig und er erkennt nicht, dass es böse ist. Nur ein Akt der Befreiung, nicht der Belehrung, kann die Dummheit überwinden. Hier müssen wir uns mit der Tatsache abfinden, dass eine echte innere Befreiung in den meisten Fällen erst dann möglich wird, wenn ihr eine äußere Befreiung vorausgegangen ist. Bis dahin müssen wir alle Versuche aufgeben, den dummen Menschen zu überzeugen. Zeit- und Energieverschwendung teilweise. Bonhoeffer wurde wegen seiner Beteiligung an einem Komplott gegen Adolf Hitler im Morgengrauen des 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Scheiße, Mann. Rest in peace, Bonhoeffer. Nur 2 Wochen vor der Befreiung des Lagers durch Soldaten aus den Vereinigten Staaten. Krass. Das Handeln entspringt nicht dem Denken, sondern der Bereitschaft zur Verantwortung. Der letzte Test für eine moralische Gesellschaft ist die Art der Welt, die sie ihren Kindern hinterlässt, sagte Bonhoeffer einmal. Das war ein schlauer Mann, Digga, war ein guter Mann, glaube ich. In der Beschreibung unten findest du Bonhoeffers Originaltext nach 10 Jahren. Schau ihn dir an. Für weitere Informationen über Bonhoeffer oder um dieses Video ohne Hintergrundmusik herunterzuladen, gehe auf sproutschools.com. Ich küsse dein Auge, Bro. Sehr starkes Video, sehr gut zusammengefasst. Jetzt gibt's hier noch ein Outro oder was? Ja, das war mal interessant, ne? Bonhoeffers Theorie der Dummheit. Fand ich sehr, sehr interessant. Geil, Alter. Sowas können wir uns auch öfter mal reinziehen. Wiederverwendung erlaubt, fühle ich. Sprouts Germany, Alter. Sprouts Deutschland. Wer ist denn das eigentlich? Super Video, Jungs innen. Macht da einen guten Job? Die Sprouty-Vibes. So Erklärvideos sind manchmal echt sexy, ne? Sind schon süß manchmal. Komme ich mir manchmal ein bisschen vor, dann wie in der Schule. So. YouTube, ich küsse euer Herz. Lasst eure Gedanken zu Bonhoeffers Theorie der Dummheit gerne unten in den Kommentaren da und lasst dem Video ein Däumchen nach oben da. Das wäre ein Träumchen für mich. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich stöber hier gerade mal so ein bisschen durch. Peace out.